Hallo und herzlich willkommen zurück im Elfenheim. Ja, ich bin die Rita und ich bin ein bisschen nervös, weil ich jetzt vor der Kamera sitze. Sonst bin ich immer nur hinter der Kamera, beziehungsweise ihr kennt immer nur das hier von mir. Aber ich habe etwas zu feiern. Der Elfenhain hat es jetzt geschafft, 1100 Abonnenten zu haben, zu bekommen. Oh, Dankeschön, ihr Süßen, Dankeschön. Oh, es ist so schön. Das habe ich nie erwartet, dass das so schön. Also, ich glaube, das sagt jeder, oder? Dass das nicht erwartet hat, dass immer mal mehr Leute als zwei da sind oder so. Ich bin mega begeistert, wie man vielleicht merkt. Und natürlich werde ich jetzt nicht nur hier Sekt trinken, den ich nicht habe, sondern auch eine Verlosung starten und möchte euch das hier mit euch hier gleich durchgehen. Das könnt ihr gewinnen. Das ist ein Hauptgewinn sozusagen, diese Box hier. Wie nehmt ihr an der Verlosung teil? Ganz einfach. Ich werde gleich euch dieses Buch genauer zeigen, in einem extra Video. Und ihr müsst euch nur merken oder zählen, wie oft ich Funkelkram sage. Und das schreibt ihr mir dann als Mail. Mailadresse, die ich hier jetzt hinschreibe und auch in die Infobox nochmal reinschreibe, damit ihr alle Informationen habt, die ihr braucht. Ja, warum Funkelkram jetzt? Ja, ganz einfach. Ohne Jutta Wittley, ohne Funkelkram wäre ich definitiv nicht hier. Ich hätte keinen Kanal gebraucht. Ich habe nicht das Gefühl gebraucht, dass ich irgendwie jemandem was zeigen muss. Und deswegen hätte ich keinen Kanal. Dann hat Jutta mich halt ins Designteam geholt. Dann musste ein Kanal her, weil das war ja die Hauptsache, dass man da auch was zeigen kann, was man gebastelt hat. Wäre schön, ne? Wenn man sowas sieht. Und darum, Dankeschön, Jutta, dass du mehr in mir gesehen hast als, genau, nochmal, dass du mehr in mir gesehen hast als ich selber und mir sozusagen die Möglichkeit gegeben hast dadurch. Und darum habe ich jetzt mein Elfenhain und da habe ich mit Basteleien Nerven. Also es gibt einmal das Buch hier zu gewinnen, weil ich finde, es ist ein bisschen wenig, weil es sind 1100 Leute. Gibt es auch noch diese beiden Sachen. Basteleien von mir. Das habe ich letztes Mal mit euch gemacht. Das ist gar nicht lange her. Das ist so ein Folder, wo man den aufklappen kann. Da ist ganz viel Kleinkram drin. Und der ist etwas länger her. Auch ein Packwunder, hätte ich fast gesagt. Ein Papier, ganz viele Taschen. Die beiden Sachen sind sozusagen den Preis 2 und 3. Und die werden natürlich auch dann verlost. Und damit es nicht nur eine Sache gibt. So, was muss ich noch sagen? Ich mach das so selten. Also heute ist das Video, heute ist der 16.02.24. Da wird die Verlosung sozusagen gestartet. Dann könnt ihr mir jetzt bitte eine Mail schicken, wenn ihr wisst, wie oft ich das gesagt habe. Dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Und am 23.02., also nächste, eine Woche später, ist die Verlosung. Und dann könnt ihr genau sehen, wer was gewonnen hat. Google und YouTube und so weiter, alle nicht, da haben nichts damit zu tun. Das ist meine eigene Kiste hier, weil ich möchte euch ja mit euch was feiern hier. Und also keine Rechtsansprüche, oder wie das alles heißt, keine Ahnung. Also ich will euch nur mit euch schön hier was verlosen. So, ich glaube, nachdem ich danke, danke, danke für euch gesagt habe, für die vielen Abonnenten, vielen Dank für das Vertrauen und auch an Funkelkram, also an Jutta vor allen Dingen. Und dass ich im Designteam sein darf und so weiter. Wenn wir jetzt mal zu dem Video kommen, und dann müsst ihr euch nur merken oder aufschreiben oder mir zuhören. Also ich versuche es zu kurz zu machen. Euch merken, wie oft ich Funkelkram sage und das unten dann als E-Mail. Jetzt habe ich mich tausendmal wiederholt. Ich mache das nicht so oft, Entschuldigung. Dann drehe ich jetzt mal die Kamera und dann geht's los. Ciao! So, da ist also das gute Stück. Ich habe hier natürlich mein Siegel drauf gemacht, mein Elfenhain-Siegel. Das ist hier auch nochmal dran. Weil kein Elfenhain ohne Siegel ist ja wohl klar. Ansonsten ist hier das wunderschöne Papier von Funkelkram drauf, das Fantasy Forest. Auch hinten auf dem Rücken und also auf dem Rücken und auch hinten. Wunderschönes Papier. Ich habe gar nicht mal so viel dekoriert. Ich habe jetzt hier ein bisschen Mullbinde drunter geklebt, ein bisschen grün und hier Labelhalter und dieses Siegel halt, weil ich finde, dass das Papier einfach ganz wunderbar alleine wirkt, da braucht man gar nicht mehr viel machen. Ist eine Buchbox, sprich, habe ich hier also mit Strukturpaste gearbeitet, um halt hier einen Eindruck von Seiten zu erschaffen, zu machen. Eine Buchbox, also kann man die aufmachen. Und hier ist auch mit Magneten, kann man hören. Und hier drin ist natürlich auch wunderbar mit dem Funkelkrampapier gearbeitet.
Den Stickerbogen habe ich auch genommen. Ist das nicht schön? Ich finde das so, ich finde das Papier so schön. Ich bin ganz verliebt in das Papier. Und hier kann man dann an diesen Lesezeichen ziehen. Und dann kommt das ganze Journalchen einmal etwas hoch. Kann man es rausnehmen. Was nämlich ziemlich genau die gleiche Größe hat wie das, wie die Buchbox, damit da nicht so viel Platz verloren geht. Und auch hier ist jetzt mit Funkelkram-Papier gearbeitet. Hier zum Beispiel die süßen Elfen. Das sind die Postkarten von Funkelkram. So, das ist die Box. Jetzt mal zur Seite. Schauen wir uns mal dieses wunderschöne, süße kleine Journalchen an. Das ist wirklich ganz klein. Das ist nicht groß. Das ist, Moment, 19 mal 12,5. Also wirklich ein kleines, schnuckeliges Journalchen. So Handtaschengröße, hätte ich fast gesagt. Hinten, also es ist auch hier grün am Glänzen. Sieht man in der Kamera jetzt nicht so super, oder? Sieht man das noch ein bisschen besonders? Zwei Signaturen mit Sari-Band zugemacht. So. Und auch hier ist sofort mal als erstes eine Postkarte, die ich umgearbeitet habe. Das ist hier das Ex-Libris von Funkelkram drin. Kann man es auch reinschreiben, wie es gehört. Und hier ist ein kleiner Kerl, den kennt man schon von der Zaubereischule. Ein kleiner Paperclip. Und hier ist auch dieser schöne Elfentanz von dem Fantasy Forest. Und habe ich ihn auch hier. Upala. Ein bisschen Edith Holden reingemacht. Hier kann man noch was rausziehen. Hier ist ein Stempel. Stempelset von Funkelkram mit reingekommen. Der Abdruck. Dann kann man es hier wieder zuklippen, dass es schön gehalten wird. Ja, ganz kunterbuntes Papier habe ich reingemacht. Hier ist noch eine kleine Postkarte, die ich gefunden habe. In meinem Zimmer. Ich habe ein bisschen geinkt. Hier ist Einhorn, kann man, das ist eine Tür, kann man aufmachen. Und dann kann man hier blablabla, das einmal rausziehen. Das ist also Ziehharmonika. Und hinten kann man noch was draufschreiben. Das ist nur geinkt. Das ist also, ja, doch, für ein Bild. Kann man sie wieder reinmachen und dann kann man diese kleinen Halbringe hier, Halbmonde, da wieder hinterschieben, dass wieder zu ist. Ja, kunterbunte Mischung, wie immer. Auch ein Stempel von Funkelkram. Ich liebe ihn total. Also ist einfach mein Lieblingsstempel. Ich gehe jetzt ganz fix mit euch hier durch, weil ich denke, den Style von Elfenhain kennt ihr jetzt. Und auch von Funkelkram, ja. Wieder was. Und ich habe sogar weiße Seiten gelassen. Es war gar nicht mal so einfach. Könnt ihr gut weiße Seiten lassen? Ich kann das nicht gut. Kein Eichhörnchen. Oh, dieser total charmant grinsende Herr. Hier kann man wieder was ausklappen. Schupp. Man hier Platz zum Schreiben oder hier Platz zum Schreiben. Oder unten drunter was drunter stecken. Auch wieder die süßen Elfen von Funkelkram. Und hier ist noch was. Hier ein kleiner Fuchs, der hier schläft. Auch das Gesicht. Ja, das Gedicht ist auch von Jutta, also auch von Funkelkram. Hier kann man noch was ausklappen. Und hier kann man, hier ist also ein Lehrerbriefumschlag. Da kann man noch was reinstecken und hinten hinter was schreiben, wie man das möchte. Geht so. Hier eine kleine Tarotkarte drin. Ja, kunterbunte Mischung, ich sag's ja. Hier auch wieder was von Funkelkram. Kleines Bellyband. Fantasy Forest. Von Funkelkram. Hier, weiße Seiten. Ha? Seht, 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 seht. Hier ein kleines Einhorn, ich hab das gesagt, ein Rehkitz. Diesmal ohne Flügelchen. Ein absoluter Lieblingsstempel von mir, diesmal nicht von Funkelkram. Aber diese wunderschöne Bücherei, Bibliothek, also ich finde sie so schön. Da würde ich so gerne mal reingehen. Hier ein kleiner Briefumschlag mit ein bisschen Kleinkram drin.
Und hier kann man nochmal einen Reh sehen. Wenn man es aufklappt, tada, es gibt auch ein bisschen mehr Reh. Ja, hier habe ich mal schief geklebt. Mein innerer Monk hat sehr gebrüllt, aber ich habe ihn totgeschrieben. Totgeschrieben, ja. Ich habe ihn einfach überklebt, so. Habe ich durchgesetzt, wie ein Stempel von Funkelkram. Kann auch umklappen, noch ein Stempel. Der kleine Drache mit dem Sabberproblem, aber ich finde ihn trotzdem sehr süß. Kann wieder was umklappen. Ist wäre ein Zauberer. Ja, natürlich kann der fliegen, der Butterfly, ist ja klar, ne? Ein schöner Vogel. Und hier ist noch einmal eine Tarotkarte, damit ihr wisst, wovon es eigentlich ging hier. Steht drauf, 1000 Abos, Elfenhain. Das war's auch schon. Hier ist wieder das Siegel drin, weil es ein Original-Elfenhain ist. Natürlich nur mit Siegel. So, das Ganze kommt jetzt wieder in die Buchbox. So, das ist der Hauptgewinn sozusagen, der Hauptpreis. Diese Bücher-Buchbox mit Journalchen drin. Und dann gibt es noch diesen hier als zweiten Preis und den hier als dritten Preis. Und da habe ich euch beide auch die Anleitungen zu verlinken, wie ihr die selber machen könnt, wenn ihr wollt. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Wie oft habe ich es jetzt gesagt? Bitte in die bitte eine E-Mail schreiben, nicht in die Kommentare schreiben. Danke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich auch sehr über einen Daumen hoch freuen. Und ihr dürft auch gerne noch weiter abonnieren, wenn ihr möchtet. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag, Abend, Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao.